Es lohnt sich zweifelsohne, dieses Gesamtkunstwerk des Mozart-Denkmals ein bisschen näher in Augenschein zu nehmen, und das wollen wir jetzt gleich tun. Salzburgs größter, nicht nach der Körpergröße, aber nach der Wirkung, Sohn, der eigentlich das Glück in Wien gemacht hat, ist natürlich auch in Wien hier auf diesem Denkmal verewigt. Mit vielen Details, hier hat er quasi sein eigenes kleines Orchester. Nicht gerade mit den drei Knaben, sondern es sind ein bisschen mehr. So im Vorbeigehen sehen wir auch Mozarts Lebensdaten, 1756 bis 92. Und auf der anderen Seite die Fortsetzung des, sagen wir mal, des Kiddies Orchestras. Und hier oben Meister Mozart. Apropos Mozart und Kiddies, er saß ja im zarten Alter von 5,5 Jahren auf dem Schoß jener Dame, die wir bei einem meiner vorigen Stadtspaziergänge auf ihrem Denkmal sitzen sahen. Und da saß also dieser kleine Wolfgang Mozart auf dem Schoß der, wie er später sagte, dicken Dame und wusste nur eins, alle älteren netten Damen wollten immer gerne von ihm geküsst werden. Also tat er das auch. Vater Leopold Mozart schrieb dann nicht ohne einen gewissen Stolz in einem Brief nach Salzburg: Wolferl hat die Kaiserin rechtschaffen abgeküsst. Und an diesem meinem Einstieg in meinen heutigen Stadtspaziergang merkt man schon, wir sind im Burggarten angelangt. Und dieser Herr, den wir soeben von hinten auf seinem Pferd betrachtet haben, sieht von vorne so aus. Sein Name Franz der Erste, aber auch der Zweite. Als Zweiter war er ein Habsburger König, als Erster war er ein römisch-deutscher Kaiser. Und zwar der erste Habsburger, dem diese Ehre überhaupt zuteil wurde. Vom ersten Habsburger Kaiser gleich zum letzten. Der war allerdings nicht mehr römisch-deutscher Kaiser, sondern nur Kaiser von Österreich. Kaiser Franz Josef. Und die Besonderheit an diesem Denkmal ist jene, es wurde schon aufgestellt, als dieser gütige alte Herr noch lebte. Nämlich 1904. Franz Josef hätte also theoretisch sein eigenes Denkmal beim Spazierengehen besichtigen können. Konnte er natürlich nicht, denn dieses Denkmal stand ursprünglich in Wiener Neustadt. Im ehemaligen Palmenhaus und heutigen Schmetterlingshaus im Burggarten ist heute ein Kaffeehaus untergebracht. Und diese zwei, nämlich Statuen, die die Flüsse Drau und Inn symbolisieren sollen, gehören eigentlich ganz woanders hin. Aber darüber später mehr. Wenn wir den Burggarten durch dieses Tor verlassen, fällt uns gleich nebenan jener Herr auf, der auf einem Sockel steht und scheinbar predigt. Abrahamer Sancta Clara, ein sehr wortgewandter Mönch des Mittelalters, steht hier am Eingang des Burggartens. Ihr erinnert euch noch kurz an Drau und Inn. Hier sind ihre Kolleginnen und Kollegen, die Mur, die Salzach und die March. Auf der einen Seite des Albrechtsbrunnens, vor dem ich hier gerade stehe, die zwei Figuren in der Mitte sind die Donau, lustigerweise der Mann, und Wien, also Vindobona als Frau. Folgerichtig fehlen noch ein paar, und zwar die Raab, die Enns und die Traun auf der anderen Seite des Brunnens. Gleich hinter dem Burggarten erhebt sich die Albrechtsbastei, der letzte Teil der alten Wiener Stadtmauer, der noch erhalten ist. Hoch oben sehen wir Erzherzog Albrecht aus der kaiserlichen Familie und dahinter die Albertina. Heute beherbergt die Albertina ein Gemälde- und Kunstmuseum. Das Blicke nach oben an Wiens historischen Bauwerken
reizvoll sind, gilt natürlich auch für die Albertina. Und während ich diesen Herrn hier, der hier so gemütlich sitzt, das empfehle ich euch übrigens auch, hinsetzen, Chips nehmen und zuhören, denn jetzt kommt ein bisschen ein längerer Text zu hören. Johann Wolfgang von Goethe, einer der großen deutschen Dichter, steht hier an der Ringstraße neben dem Burggarten. Auf sein Konto gehen so Werke wie Faust, Götz von Berlichingen, bitte das nicht als Beleidigung zu werten, aber auch die Ballade Der Zauberlehrling, die ja von Walt Disney mit Mickey Mouse in der Hauptrolle verfilmt wurde. Ich habe von meiner Mutter eine ganz reizende Anekdote zu Goethes Denkmal erzählt bekommen. Und zwar, um die Jahrhundertwende ging eine reiche Wiener Bürgerin mit ihrem Dienstmädchen an der Ringstraße spazieren und dachte sich, sie möge ihr die Wiener Kultur und die Geschichte näher bringen. Sie kamen zu diesem Denkmal mit dem streng blickenden Herrn Goethe und die Gnädigste sagte, ja schauen Sie Marie, das ist halt der Goethe. Das Dienstmädchen stammte übrigens aus Böhmen und im schönsten böhmischen Tonfall antwortete sie, aber Gnädigste, der gäte doch nix, der sitzte. Gegenüber von Goethe, nur durch die Ringstraße getrennt, steht sein Zeitgenosse und auch Konkurrent Friedrich von Schiller, dem wir Werke verdanken wie das Drama Die Räuber oder die Gedichte und Balladen Die Glocke und Die Bürgschaft. Aus dem Burggarten rasch über den Heldenplatz und wir landen im Volksgarten. Und das erste, was uns hier ins Auge fällt, ist der Triton- und Nymphenbrunnen, der von Viktor Tilgner geschaffen wurde und deswegen auch den Namen Tilgnerbrunnen hat. Direkt von diesem Brunnen sieht man zum Theseus-Tempel. Theseus, ein griechischer Halbgott. Man könnte jetzt vermuten, dass jener sportliche Herr hier der bewusste Theseus wäre. Falsch geraten ist er nicht. Hier steht des Rätsels Lösung. Schöne Blumen für eine schöne Frau. Franzl, Assisi. Ja, Uli Hörbeck hat sich da ein bisschen drüber lustig gemacht. Wir machen uns nicht drüber lustig, wir schauen uns diese Sissi einmal ein bisschen näher an. Gemahlin Kaiser Franz Josefs des Ersten. Und ihr Denkmal steht also hier im Volksgarten. Von den romantisierenden Sissi-Filmen mit Karl-Heinz Böhm und Romy Schneider war das tatsächliche Schicksal von Elisabeth, der Prinzessin aus Bayern, natürlich weit entfernt. Sie zerbrach förmlich am Hofzeremoniell und auch an der Sorge um ihre Kinder. Ansonsten bietet der Volksgarten, der eigentlich schon seit Beginn seines Bestehens den Wiener Bürgern als Freizeiterholungsgebiet zur Verfügung stand, einiges an Blumen, speziell wenn die Rosen dann blühen, und das war es natürlich noch nicht, denn einen habe ich noch. Und am Weg zu diesem Herrn, wir nennen ihn mal vorsichtig Grillparzer, noch diesen Brunnen mitgenommen. Hier hätten wir nun also Franz Grillparzer, einer der ganz großen österreichischen Nationaldichter. Sein Denkmal im Volksgarten mit Blickrichtung Burgtheater, das hier also hinter uns zu sehen wäre.
Links und rechts vom Denkmal selber sind in Reliefs einige seiner bekanntesten Werke dargestellt, so wie die Ahnfrau, Der Traum ein Leben, König Ottokars Glück und Ende. Sappho, Medea und des Meeres und der Liebe Wellen. Dieser Blick mochte zumindest manchmal auch Schüler getroffen haben, denn Franz Grillparzer war im ursprünglichen Beruf sogar Lehrer, später dann Beamter. Und mit diesem Blick, den Franz Grillparzer von seinem Denkmal aus natürlich jederzeit vor sich hat, nämlich den Blick zum Burgtheater, wo seine Werke ja auch noch immer gespielt werden, beende ich meinen heutigen Wiener Stadtspaziergang.